Hurricane Grace that we've been tracking, it's been moving towards the Yucatan, just made landfall just south of Tulum. Perdidas. Ich bin der Heiße im Club. Bestell mir noch ein Glas, ja, sie wackelt mit dem Arsch und sie drückt mich ans Fenster. Yeah. Wir sind wach heute nah. Zu zweit aus dem Club und ich. 3, 2, 1, go! Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Ich bin immer wieder für euch am Start. Und willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Motherfucking YouTube-Channel. Und ich hoffe, euch da draußen ist alles gut, meine lieben Freunde. Schaut mal da unten. Wir machen heute den. Wo ist mein Scooty? Ja, da ist mein Scooty. Der steht noch auf jeden Fall. Wir machen heute den Hurricane-Vlog. Ich habe mir gedacht, ich mache da einen Vlog draus. Ich habe gestern Nacht, wo der Hurricane angefangen hat, habe ich auf jeden Fall ein bisschen gefilmt. Die Szenen werde ich jetzt gleich auch als erstes einblenden. Ich habe hier gerade, trotz Wind und Wetter, bleiben wir natürlich bei den Routinen. Ich habe hier gerade meine Yoga-Session gemacht. Und danach werde ich mal mein Scooty schnappen. Und dann werden wir mal ein bisschen rumfahren. Und werden wir mal schauen, was für einen Effekt jetzt der Hurricane hier auf Tulum hatte im Endeffekt. Ich kann so viel sagen, wir sind auf jeden Fall komplett vom Netz getrennt. Kein Internet, kein Strom, nothing. Also von der Welt abgetrennt quasi. Und unten spazieren schon die ersten Touris, die ich über das läuft. Tachchen. Yes, Freunde. Ich zeige euch jetzt die Aufnahmen von gestern Nacht und dann fahren wir ein bisschen rum. Bis gleich. Tropical update on this August 18th, 2021. Big update for you. Grace is strengthened to a Category 1 hurricane. The second hurricane of the 2021 season. Kein Licht mehr, nichts mehr. Ich habe wohl nicht mehr viel Akku, glaube ich. Man spürt einfach die Macht. Ich spüre einfach diese Macht, diese Energie so. Ich bin sofort aufgewacht. I'm fucking fried. Ich bin so müde, Digga. Überleg mal, du bist in diesem Wirbel drin. Oh shit. Kein Strom, kein Internet, keine Klimaanlage, kein Fan. Und Fenster dazu, Bruder, ist auch nicht so sexy, wenn ich ehrlich bin. Love look in the Hurricane 1.0, Motherfucker. Eigentlich, wenn du ein Mann bist, gehst du jetzt auf den Rooftop, Digga. Machst deine Morgenroutine yoga-mäßig. Im Hurricane, ich meine. Hört ihr das? Digga. Das hört sich an, als ob ein Tsunami kommt. Ich schwöre dir, Digga. Hört man das, dieses schwere Geräusch, nicht diese Windböen, da ist ein so ein Grummen, so ein... Was geht? Scheiße, fucking fried, Bro. Guck mal, ich habe eine Sekunde aufgemacht, weil Badehose und so noch auf war. Auf dem Rooftop jetzt, oder was?
Scheiß drauf. Ja, das Wasser läuft hier so runter, oder? Hier oben in der Frontsnahme. Kriegt man schon mal die Chance, ja. Oh, meine Yogamatte. Weil die Fenster so komisch spiegeln. Könnt ihr nicht sehen, was da draußen ist? Oh mein Gott, ihr könnt das nicht richtig sehen, ne? Hier ist gut. Ich sehe auch, die Bäume sind teilweise auch abgeknickt. Krass. Boah, der Palme hier geht's gar nicht gut, Digga. Ist schon Adventure, Mann. Kennt ihr Twister noch? Ich geh jetzt wieder schlafen. Ich küsse euer Herz, Freunde. Falls es Updates gibt, schalte ich wieder ein. Okay, es wird langsam hell. Scheiße, Digga. Die Karten sind alle am Arsch. Digga. Was man nicht so alles erlebt im Leben, wa? Auf jeden Fall kann ich jetzt erzählen, dass ich einen Hurricane erlebt habe. Ist auch mal was. Yes, Freunde. Mein Nigeria Nationalteam-Anzug angezogen und bin jetzt mal ein bisschen rausgesteppt. So sieht das Ganze aus. Ich drehe mal die Kamera um. Schon wild, Digga. Kleine Überschwemmung. Ist da. Hat auf jeden Fall einen komplett neuen Vibe jetzt, Tulum, Bro. God damn. Ich werde mir gleich nochmal den Scooter schnappen. Good? Yeah, thank you. You're gonna rebuild, huh? Aha. Da kommt die French Connection, Digga. Oh shit, man. What's up, Bro? Bro. Still alive, huh? Yeah, still alive. We check everything, bro. What do you do with the ATVs and scooters, bro? ATV, everything is a sky, bro. You bring it home? Yeah, you bring all the phones. Yeah, bro. Yeah, we take all that home. It's better. Crazy, bro. So you feel the storm yesterday night? Yeah, bro. Yeah? You too? Check, yeah. Or you sleep? I wake up 5 in the morning, yeah. Bro. Crazy, bro. Yeah. Hello, broski. You're still alive, man? What do you do? That's okay, no? Krasses Viech, Digga. Zieht euch mal rein, Bro. God damn. Sieht richtig. Auf jeden Fall, so wie ich gehört habe, kann es sein, dass wir 2 bis 3 Tage keinen Strom haben. Nix. Ich nehme jetzt mal meinen Scooter und drive ein bisschen rum. Guck mal, ob ich die eine oder andere Sache für euch noch catchen kann an der Stelle. Man weiß jetzt auch nicht, was man tun. Ich fahre jetzt in das Centro und gucke auch mal, ob das Gym offen ist. Dass ich wenigstens trainieren gehen kann oder so. Der Wind bläst mich auch fast weg immer noch, Digga. Also es ist auch immer noch blazy. Oh shit. Warzone, Freunde. Warzone. Den Shop hat's mitgenommen auf jeden Fall. Scheiße. Ich fahr jetzt mal ins Zentrum und guck mal, ob ein paar Sachen offen sind und was läuft hier. Okay, hier ist ein Essensladen offen. Wahrscheinlich noch heiß begehrt, Digga. Guten Hunger, Fellas. Okay, hier ist ein Laden offen. Ich muss jetzt ein paar Kleinigkeiten kaufen, so mäßig. Skrrr! Die Buchstaben haben sich auch ein bisschen bewegt. Krass. Die Bäume sind auch alle am Arsch hier. Okay, ich glaube, die Jungs sind jetzt dran, auf jeden Fall Electricity wieder an den Start zu bringen. Ganz wichtige Männer jetzt hier. Ich küsse euer Herz.
I love you, man. Okay, fuck, Jim ist zu. I don't like that, man. Okay, crazy. Ach du Scheiße, Digga. Ich glaube, hier kann man gar nicht mehr langfahren, wa? Okay, das ist krass. Erleben, Freunde, ja, sag ich euch ehrlich. Heftig, Mann. Mitten dabei. Mittendrin steht man dabei. Dabei ist alles, Wald dabei ist alles. Kennt ihr den Spruch? Den leben wir auf jeden Fall. Ja, Bruder. War nur Hurricane Stufe 1, 1,5 so. Aber für einen Allmann wie mich ist es auf jeden Fall schon heavy. Dadurch, dass der Strom ausgefallen ist, gibt es auch keine Ampeln, Digga. Kreuzungen sind auf jeden Fall wild. Was ist hier los? Jetzt ist natürlich auch Warzone, ne? Man könnte auch jetzt überall einsteigen, Digga. Out? Alarmanlage Vibes, man. Yo, ich bin so ein Idiot, Digga. Ich habe einfach die Tür offen gelassen. Ein paar Fenster offen gelassen. Ich hoffe, der Bildschirm funktioniert noch, Bruder. Der hat auch nicht so viel abgekriegt, zum Glück. Nur ein paar Tropfen. Ich habe so Angst gehabt wegen dem Mac, auch dem neuen. Hier ist zum Glück... Das ist zu ohne Fenster, das geht gar nicht auf. Aber ja, Digga, hier jetzt alles voll mit Wasser, Digga. So ein Idiot, oder? Hier auch. Alright. Cooking without electricity, no? Exactly. French cook, you're the French cook? Achso, das will ich auch noch mal kurz zeigen, Digga. Guck mal, Freunde, was natürlich richtig schlau ist, wenn ihr einen Generator habt, ja. Das hört sich hier nach einem Generator an. Und die haben Strom, Internet, alles. Das ist crazy. You gonna cook pasta on the grill? Yeah. Oh shit. Yes, yo, Freunde, ich bin jetzt nochmal zum Beach gefahren. Und hier sieht es folgendermaßen aus, Digga. Also der Hurricane hat auf jeden Fall seine Spuren hinterlassen. Hier ist auch das eine Schiff. Das lag eigentlich immer hier. Jetzt hier und ist total im Arsch, Digga. Das war noch so halb heile. Das sind die letzten Eindrücke. Ich habe gerade die Nachricht bekommen, dass ich wieder Strom zu Hause habe. Das heißt, ich werde jetzt nach Hause fahren und dann direkt den Vlog fertig machen. Das sind so die letzten Eindrücke. Ich mache jetzt noch das Outro kurz. 3, 2, 1, go! Yes, Freunde, das war's jetzt gewesen mit dem Video. Hurricane Vlog vom Love Vlog. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt beim Schauen. War auf jeden Fall ein Adventure für mich so. Wir sehen uns im nächsten Video. Be unique. Dabei ist alles, bleibt zu dir, seid. Lasst euch nicht unterkriegen. Wir sehen uns. Peace.